Ghidorah wird von vielen da draußen als der Erzfeind von Godzilla betitelt. Das irgendwo auch zu Recht. Ja, denn die beiden treffen in mehreren Formen öfter mal aufeinander. Monsterverse-Fans oder eben Zuschauer, die jetzt eher das Monsterverse auf dem Schirm haben, werden allerdings relativ wenig über die Herkunft und Ghidorah an sich selber wissen. Denn tatsächlich ist Ghidorah ja nur ein Individuum einer gesamten Spezies. Über diese Spezies wissen wir als Monsterverse-Zuschauer nicht wirklich mehr als das, dass Ghidorah irgendwie aus dem All auf die Erde kommt. In diesem Video jetzt hier quatschen wir mal über die gesamte Spezies von Ghidorah und über die wichtigsten Punkte, die du da draußen wissen musst, um, naja, vielleicht sogar ein neues Bild von diesem Titan zu bekommen. Starten wir also jetzt hier mit diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir müssen jetzt allerdings hierbei auch folgenden Satz ganz klar beachten. Die Existenz der Ghidorahs als Spezies ist eigentlich nur im Kontext mit der Trilogie Rebirth of Mothra und der Godzilla Comics IDW bestätigt. Ich weiß nicht genau, was IDW ist. Das wisst ihr vielleicht besser als ich. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Damit möchte man ebenfalls nur sagen, dass dieses gesamte Konstrukt der Spezies Ghidorah nur auf den Kanon der Rebirth of Mothra Trilogie anzuwenden ist. Wir alle kennen Ghidorah mindestens aus dem zweiten Monsterverse-Film Godzilla King of the Monsters. Und tatsächlich taucht die Kreatur auch einen Film später noch einmal auf im Film Godzilla vs. Kong, jedoch in einer anderen Gestalt, in der Gestalt von Mechagodzilla. Und ich glaube, den meisten da draußen geht so, dass ihr sagt, Godzilla 2 King of the Monsters ist bisher der beste Film der gesamten Monsterverse-Reihe. Ich bin da anderer Ansicht. Ich mag ja tatsächlich persönlich den ersten Film von 2014 mehr als den zweiten. Aber ich hatte auch mal eine Umfrage hier auf dem Kanal gemacht und dabei ist rausgekommen, dass die Mehrheit hier auf dem Kanal zumindest Godzilla 2 King of the Monsters eher bevorzugt. Und ja, unter anderem ist hierbei auch ein Grund, der immer wieder aufgeführt wird, Ghidorah selbst. Der dreiköpfige Drache ist mitunter der coolste Bösewicht, der jemals gegen Godzilla angetreten ist. Im Film selber erfahren wir dann auch, dass der dreiköpfige Titan nicht von der Erde kommt, sondern tatsächlich aus dem Weltall zur Erde heruntergereist ist. Und da tun sich immer wieder ein paar Fragen auf, was hat es denn wirklich mit diesem aus dem Weltall stammenden Ghidorah auf sich? Die Ghidorahs, also jetzt hier in der Mehrzahl, sind eine Spezies mächtiger und gigantischer, dreiköpfiger Weltraumdrachen. Die einzigen drei Varianten, die wir von diesen Ghidorahs bisher kennen, beziehen sich jetzt hier in diesem Fall allerdings auf das Toho-Universum und das sind einmal King Ghidorah, den wir ebenfalls auch aus dem Monsterverse kennen, also der Ghidorah, den wir da auch gesehen haben. Dann gibt es noch Des Ghidorah und Kaiser Ghidorah zum Beispiel hatten wir auch schon mal besprochen gehabt hier auf dem Kanal bei meiner Review zu Godzilla Final Wars. Da taucht der nämlich zum Beispiel auf. Das größte Merkmal der Ghidorahs sind drei Köpfe, die jeweils mit Zierhörnern gekrönt sind. King Ghidorah, also der Ghidorah, den wir auch aus dem Monsterverse kennen, ist zweibeinig und hat keine Arme, dafür aber zwei gewaltig große Flügel. Und mit gewaltig groß meine ich wirklich gewaltig groß. Ich meine, auf diesem Bild hier können wir das, glaube ich, ganz gut erkennen. Die Spannweite der Flügel ist wirklich ultra extrem. Und das Bild hier ist auch ziemlich cool, weil es uns quasi noch einmal zeigt, dass Godzilla, der ja schon wirklich gewaltig ist, gegen Ghidorah dann doch eher ein bisschen kleiner aussieht. Das macht Ghidorah immer noch wesentlich pompöser als eigentlich schon durch den Fakt, dass wir einfach hier einen dreiköpfigen Drachen haben. Des Ghidorah und Kaiser Ghidorah hingegen sind beide vierbeinig und haben neben Vorder- und Hinterbein ebenfalls noch Flügel, allerdings nicht von so gewaltigen Spannausmaßen wie bei King Ghidorah. In der Toho-Trilogie Rebirth of Mothra, also die Wiedergeburt von Mothra, wird festgestellt, dass die Ghidorahs eine parasitäre Rasse sind, die von Planet zu Planet reisen und dort alles töten, mit dem sie in Kontakt kommen, indem sie sich von ihrer Lebenskraft ernähren. Also ja, tatsächlich wie ein Parasit, der anfängt, das Leben auszusaugen und dann eben weiter wandert zum nächsten lebenden Organismus und da quasi dasselbe einfach nochmal von vorne macht. Diese Storyline und diese Origin von Ghidorah aus dem Monsterverse muss jetzt hier nicht zwingend zutreffen, denn da haben wir noch keine wirkliche Erklärung bekommen, was es jetzt wirklich mit der
die Dora-Spezies auf sich hat. Das ist jetzt erstmal aktuell hier so der Toho-Kanon, beziehungsweise in dem Fall jetzt hier der Rebirth of Mothra-Kanon. Ob man das so später auch im Monsterverse übernimmt, bleibt abzuwarten. Aber darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Bei der Idee, wer denn der nächste Gegner des Monsterverse sein könnte. Warum bekommen wir nicht einfach einen Desk-Ghidorah oder einen Kaiser-Ghidorah serviert? Bei dem wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger bei dem zweiten. Allerdings könnten wir jetzt ja wirklich mal versuchen herauszufinden, wo Ghidorah wirklich herkommt und dann ebenfalls auf weitere Artgenossen dieser Ghidorahs treffen. Das wäre ebenfalls noch eine Option für das Monsterverse. Um das mal ganz kurz hier nochmal nebenbei reinzuschmeißen. Die Tiere werden also als eine gewaltige, parasitäre Weltraumrasse wahrgenommen. Aus diesem Grund sind die Ghidorahs für einen Großteil des Todes im Universum verantwortlich. Schon als er noch sehr, sehr jung gewesen ist, verursachte King Ghidorah im Alleingang das Aussterben der Dinosaurier. Jetzt haben wir tatsächlich schon den ersten Punkt, wo sich dann das Monsterverse mit dem Toho-Universum beißt. Oder Moment, eigentlich nicht. Denn wir wissen im Monsterverse bisher ja nur, dass das Shimo für die Eiszeit verantwortlich gewesen ist. Meine Theorie ist immer gewesen, dass Ghidorah als riesiger Asteroid auf die Erde geschlagen ist und so eben für das Ende der Dinosaurier verantwortlich gewesen ist. Das Szenario hier könnte man tatsächlich immer noch so übernehmen, denn in der Welt von Toho ist das tatsächlich schon mal der Fall gewesen, dass Ghidorah hier für den Tod aller Dinosaurier verantwortlich war. Ebenso ist bekannt, dass Ghidorahs Millionen und Abermillionen von Jahren überleben können, auch wenn sie im Inneren der Erde eingeschlossen sind. Das heißt, auch die Lebensdauer und die Resistenz dieser Tiere ist unfassbar groß, was ebenfalls erklärt, warum Ghidorah so lange überleben konnte, als er möglicherweise von Shimo eingefroren wurde. Das haben wir bisher immer noch nicht erfahren, aber auf jeden Fall ist Ghidorah eine sehr lange Zeit im Monsterverse in diesen Eisblock eingefroren gewesen und auch da hat man sich immer wieder gefragt, wie kann der das überlebt haben? Hier ist jetzt die Antwort aus dem Toho-Universum. Diese Tiere sind einfach unfassbar hart im nehmen und können, wie gesagt, auch tatsächlich Millionen und Abermillionen von Jahren überleben, sogar wenn sie unter der Erde selbst eingeschlossen sind. Das war jetzt einfach mal so eine grobe Übersicht, eine grobe Zusammenfassung der Spezies Ghidorah an sich. Wenn du jetzt sagst, ey, finde ich interessant, kannst du jetzt auch mal ein ausführliches Video machen über Ghidorah, über Des Ghidorah, über Kaiser Ghidorah, dann schreibst du mir in die Kommentare unten rein, dann mache ich das sehr gerne. In Zukunft werden wir auch das ganze Kaiju-Lexikon hier auf dem Kanal wieder ein bisschen mehr aufleben lassen und generell mal ein paar mehr Titanen oder eben Kaiju besprechen und ihr könnt mir jetzt eben schreiben, welche ihr gerne mal als nächstes sehen oder eben hören wollen würdet. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.